Passt nicht mehr in die 80er Jahre. Die harten Typen sind nicht mehr gefragt. Jetzt ist sensibel Mode. Man zeigt den Frauen wieder Gefühl und so ein Käse. Ich glaube, ich bin so ein Mann. Wie hast du das rausgekriegt? Gestern Nacht habe ich im Bett geweint. Ist das nichts? Ein Gespräch für dich. Gut, leg's mir. Warst du mit einer Frau zusammen? Ich war allein. Wieso hätte ich sonst geweint? Fröhliche Weihnachten. Und du passt wirklich in die 80er Jahre. Ja. Ein paar Neuigkeiten im Hanswerker-Fall. Das ging ja schnell. Das Ergebnis der Autopsie. Die sagen, es war kein Selbstmord. Was? Tja, eine Überraschung. Das Labor hat festgestellt, dass sie Schlaftabletten genommen hat. Hervorragende Leistung, wirklich. Die lagen ja auch haufenweise herum. Ja, richtig. Aber das ist nicht die Überraschung. Die Überraschung ist, dass jemand an den Dingern was gedreht hat. Oh Gott. In jeder der Kapseln war Abflussreiniger. Wäre sie nicht gesprungen, wäre sie 15 Minuten später daran gestaubt. Ja, die Sache stinkt. Hey, Raj, ich finde, Sie sehen jünger aus mit Bart. Danke, Captain. Ah ja, fehlt ja ein Stück Bart. Ein Spitzendetektiv. Da wären noch zwei Sachen. Schieß los. Erstens, der Zustand der Betttücher und der Matratze lässt darauf schließen, dass Amanda noch mit jemandem im Bett lag, bevor sie starb. Punkt A. Punkt B? Punkt B, Sie haben dir für diesen Fall einen neuen Partner zugeteilt. Ein Partner, schon wieder? Ja, ein wilder Vogel vom Rauschgiftdezernat. Er ist völlig fertig, kurz vorm Durchdrehen. Nur fabelhaft. Deckung, der hat eine Kanone! Rog, darf ich vorstellen? Dein neuer Partner.